So, seid mir gegrüßt zu einem neuen Er spricht. Wir sind jetzt hier im Allgäu und ich schwimme gerade im Alpsee. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit und spreche mit euch über ein paar Themen, die mich in letzter Zeit aufgeregt haben. Bei dieser wundervollen, schönen Kulisse hier. Ist doch mal was anderes, oder? So, folgendes. Viele haben es ja mitbekommen. Was mich am meisten, das heißt die Palme bringt, ist folgendes. Und zwar, wenn du jetzt, wenn diese neue Flüchtlinge ins Land kommen, dann sollen die ja eben jetzt halt steuerlich vergünstigt werden. Heißt zum Beispiel, ich glaube im ersten Jahr sollen sie 30% weniger Steuer zahlen, im zweiten Jahr 20% und im dritten Jahr noch 10% Vergünstigung bekommen. Und jetzt bist du ja wie ich wahrscheinlich ein Bürger, der in diesem Land sein Leben lang gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat, was das Zeug hält. Und Tag und Nacht, von Woche zu Woche, zu Monat, von Jahr zu Jahr gemolken wird. Und jetzt kommen diese Leute rein, die ja Fachkräfte sind angeblich, was sie ja meistens nicht sind. Na, es beurteilen ja keine Fachkräfte wie ich oder du vielleicht, die einen Beruf gelernt haben, ob das Fachkräfte sind, sondern irgendwelche Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben vom Duden und vom Blasen. Und die kommen jetzt quasi hier rein, wenn sie kommen, ne, und bekommen eine enorme Vergünstigung, während du und ich weiterhin gemolken und geschöpft werden, was das Zeug hält. Ich will ganz ehrlich sein zu euch, ich finde das so krank und so pervers. Du bist hier als Deutscher in deinem eigenen Land der letzte Dreck. Du bist nicht mehr wert als Scheiße. Und ich finde es halt sowas von falsch, wie die Zeichen gesetzt werden, wie mit der eigenen Bevölkerung umgegangen wird. Und man denkt gar nicht mal dran, irgendwie jetzt den einheimischen Bürger, der eben diesen ganzen perversen Apparat am Laufen hält, ne, mal zu entlasten. Denkt man gar nicht dran. Man sagt halt nur mehr, wir machen noch mehr Steuerbelastungen für die normalen Bürger. Wundert euch nicht, wenn ein paar Leute schreien. Hier ist halt eben auch Tourismus, ne, das gehört dazu. Hier im schönen Allgäu, ich finde es eigentlich tatsächlich sogar sehr leer hier am See. Und auf jeden Fall, es ist ja so, ich bin ja hier jetzt im Allgäu, ne, beispielsweise. Und ich bin auch in Abordnung von meiner Firma, weil meine Firma hat Kurzarbeit, der geht schlecht. Und da werde ich jetzt halt von meiner Firma deutlich mehr verdienen. Und weil ich dann deutlich mehr verdiene und Prämien bekomme, falle ich jetzt halt in die Reichensteuer rein, bei 42% wahrscheinlich. Nicht viel, aber ich falle rein. Das heißt, bei mir wird wieder mehr zugelangt. Soll mich nicht stören, um Gottes Willen. Aber es kann doch nicht sein, dass Leute wie ich, die das System am Laufen halten und du beispielsweise, noch bestraft werden, wenn wir arbeiten gehen. Und Leute, die halt eben sozial, also quasi Bürgerempfänger sind, quasi wie Gott in Frankreich leben. Das ist doch einfach alles falsch. Und was mich auch noch stört, ist folgendes. Und zwar, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen von diesen Kompakt-Magazinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gelesen. Das interessiert mich auch nicht. Was die da berichten, ist denen ihr Bier. Und ich bin der Meinung, Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben. Auch wenn wir keine Meinungsfreiheit mehr haben, siehe das Verbot von Kompakt. Aber soweit ich weiß, wenn ich jetzt keine Scheiße behaupte, ist es so, dass Adolf Hitler die Zeitungen verbieten gelassen hat. Die Zeitungen des Dritten Reichs sollten die Bevölkerung nach Vorstellungen der Nationalsozialisten lediglich über die Politik der Regierung instruieren. Ein öffentlicher Diskurs, ein Wettstreit der Meinungen, geschweige denn Kritik, waren nicht vorgesehen. Eine hohe Priorität hatte daher die umfassende Lenkung der nach den ersten Verboten verbliebenen Presseerzeugnisse. Mehrere miteinander in Konkurrenz stehende Personen und Institutionen gaben eine zunehmend unübersichtlich werdende Anzahl von Anweisungen und Richtlinien heraus. Die alltägliche Berichterstattung der Zeitungen zu lenken und zu kontrollieren. Als Resultat dieses Kontrollregimes beklagten sogar führende Nationalsozialisten eine zunehmende Eintönigkeit der Presse. Auch die Auflagen vieler Zeitungen sanken. Nach Kriegsbeginn stieg das Interesse der Bevölkerung an Nachrichten zwar wieder, gleichzeitig mussten Zeitungen mit immer weniger Personal und mit kontingentierten Papierzuteilungen auskommen. Als zusätzlicher Akteur kam nun die Wehrmacht mit eigenen Propagandainteressen hinzu. 3.1 Die Control der Information.
Nach den Wahlen am 5. März 1933 schufen die Nationalsozialisten das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda RMVP unter dem Minister Joseph Goebbels. Aufgabe des Ministeriums war die vollständige Kontrolle des kulturellen Lebens und der Medien im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung. Kunst und Literatur, vor allem aber die Massenmedien Rundfunk, Film und Presse, dienten nun der Indoktrinierung der Bevölkerung. Die inhaltliche Lenkung der Presse war die Übernahme der Reichspressekonferenz von besonderer Bedeutung. Während der Weimarer Republik waren es die Journalistinnen, die täglich einen Austausch zwischen Presse und Regierungsvertretern organisierten. Diese Verantwortung nahmen ihnen die Nationalsozialisten 1933 aus der Hand. Von nun an bestellte das RMVP ausgewählte Zeitungskorrespondenten zu täglichen Pressebriefings. Regierungsvertreter gaben den versammelten und handverlesenen Berichterstattern genaue Anweisungen, was und in welcher Form sie zu schreiben hatten, worüber Stillschweigen bewahrt werden sollte. Manche Anweisungen waren als Anregungen oder Bitten formuliert, andere waren unmissverständliche Befehle. Zungen, die unerwünschte Meldungen brachten oder unerwünschte Formulierungen verwendeten, wurden auf der Pressekonferenz öffentlich gerügt. Die Anweisungen und Informationen wurden auf der Reichspressekonferenz mündlich vorgetragen. Die anwesenden Journalistinnen schrieben mit und sollten das Gehörte in eigenen Worten wiedergeben, damit nicht in allen Zeitungen wortgleich dasselbe zu lesen war. Die Mitschriften mussten in regelmäßigen Abständen vernichtet werden. Hintergrundinformationen unterlagen in unterschiedlichem Maß der Geheimhaltung. Unvertrauliche Informationen weitergegeben oder gar veröffentlicht, konnten Zeitungen verboten oder Journalistinnen juristisch belangt werden. Die kleineren und regionalen Zeitungen, die keine eigenen Korrespondenten in Berlin hatten, erhielten die Anweisungen der Reichspressekonferenz über die Landesstellen des RMVP. Auch die Zentralisierung und de facto Verstaatlichung der Nachrichtenagentur war ein effektives Instrument der inhaltlichen Lenkung der Provinzpresse. Anfang 1934 nahm das deutsche Nachrichtenbüro DMB seine Arbeit auf. Meldungen, die das DMB verbreitete, waren ebenso streng überwacht wie diejenigen der Reichspressekonferenz. Vielen Zeitungsleserinnen war dies bewusst, das Kürzel DMB wurde mit "darf nichts bringen" übersetzt. Dass Adolf Hitler die Zeitungen verbieten gelassen hat. Und dann sagt man auch tatsächlich, hey, warte, ich mach die Kamera in Höhe für euch, ne, dass ihr das Mikro nass wird. Schwupps, so. Dann sagt man auch tatsächlich, dass jetzt das dieses Kompaktmagazin verboten wird mit dubiosen Mitteln, dass man das irgendwie als Verein erklärt, ne? Eine Firma zum Verein und verbietet das von heute auf morgen. Und wir schwimmen mal in die Richtung da. Und auf jeden Fall verbietet man das von heute auf morgen mit einer dubiosen Begründung. Und wie gesagt, Hitler hat meines Wissens zuletzt die Zeitungen verbieten gelassen, weil sie eben nicht seine Meinung vertreten haben, was er wollte. Und die Nancy Faeser macht das halt jetzt auch, ne? Was echt absurd ist. Du denkst, wo leben wir, in welcher Welt leben wir eigentlich? Und dann siehst du auch noch, dass international viele Leute sagen, oder viele Firmen und berühmte Persönlichkeiten, dass bei uns irgendwas nicht stimmt, wenn bei uns die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit gestrichen wird. Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht die letzte Maßnahme war. Da wird noch mehr kommen. Denn alle, die anderer Meinung sind, sind ja Nazis. Ne? Das sind ja die Bösen. So hart, wie es klingt. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte das nicht gedacht, dass dann wirklich auf die Idee kommt, ein Ding zu verbieten, eine Zeitung. Und da müssen wir jetzt mal weitergehen. Ne? Jetzt ist eine Zeitung. AfD-Verbot, vielleicht noch ein paar andere Dinge, die nicht so konform sind mit unserer Regierung. Da ist noch einiges möglich. Die haben ja scheinbar keine Skrupel. Schönes Panorama hier, ne? Und ja, jetzt habe ich ja schon wieder gehört, dass AfD-Verbot weiter vorbereitet werden soll, dies und das. Ob das möglich ist, keine Ahnung. Aber allein der Gedanke, eine Partei zu verbieten, die halt einen Rückhalt von, sagen wir mal, 20% in der Bevölkerung hat, ne? Da stimmt so irgendwas nicht. Und das sage ich als freier Wähler, ich fände es auch scheiße, wenn wir verboten werden würden, ne? Also um Gottes Willen, das fände ich überhaupt nicht gut. Aber wenn es die AfD verboten wird, da könnt ihr euch sicher sein, dass die Freien Wähler die Nächsten sind. Und was hat mich noch auf die Palme gebracht?
Ah ja, genau. Und zwar folgendes. Ich habe mir jetzt neulich mal ein Haus angeschaut, wegen Hauskauf und so. Und ja, wir haben uns eine Immobilie angeschaut für 550.000 Euro. Das ist schon ein Batzen Geld. Muss ich mal gucken, ob ich das finanziert bekomme. Und natürlich war es eine Immobilie angeschaut. Ne? Man schaut sich ja mehr als eine an. Müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich dann im nächsten halben Jahr, wenn alles klappen sollte, eine Immobilie kaufe. Aber das ist noch sehr uns gewiss, weil meine Firma hat ja Kurzarbeit. Und da weiß man nicht genau, hey, klappt das jetzt so oder muss ich die Firma vielleicht komplett wechseln? Ne? Und das ist dann wieder schwierig, etwas zu finanzieren. Und dann muss man mal schauen, wie es da weitergeht in der Hinsicht. Aber zum Thema Hauskauf wird es dann bei mir wahrscheinlich mehrere Videos geben. Und jetzt habt ihr das ja auch mitbekommen, sicherlich immer mehr Gewalttaten in Deutschland. Die Gewalt nimmt massiv zu, dank der Ausländer. Immer mehr Messerstechereien, das ist ja der Wahnsinn, was bei uns abgeht. Ne? Irgendwo habe ich gelesen, dass die Kriminalität über 200% angestiegen ist. Und da wurde sogar belegt, dass es durch Ausländer ist. Ne? Dann habe ich gesehen in einem Video auf einer Tankstelle oder so, oder Raststelle oder Rasthof, haben Leute, Ausländer, eine deutsche Familie angegriffen. Die haben den abgestochen und haben dann seinen Wohnwagen irgendwie ausgeräumt oder so. Genau weiß ich nicht, was da genau vorgefallen ist, aber es ist ja absurd, ne? Mit was für einer Gewalt wir mittlerweile hier in diesem Land zurechtkommen müssen. Das ist so absolut krank, was bei uns abgeht. Und da fühlt man sich halt wirklich auch im eigenen Land nicht mehr sicher, ne? Wenn man sieht, was bei uns abgeht. Ich verstehe das voll und ganz, wenn manche Frauen sagen, sie trauen sich nicht mehr raus. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ihr Leben hat sich so verändert durch den Flüchtlingswellen, dass die natürlich Panik schieben manchmal. Selbst beim Einkaufen wird der eine oder andere hier und da Blut angemacht. Ich wohne Gott sei Dank auf dem Land. Ich kriege das nicht so ach mit, ne? Bei uns gibt es kein Flüchtlingsheim, Gott sei Dank, ne? Aber ich glaube, wenn bei uns ein Flüchtlingsheim entstehen würde, da würden die Einwohner wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gehen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein von dem Video hier. Jetzt schwimme ich mal wieder Richtung Strand, lege die Kamera hin und schwimme selber noch ein paar Runden. In diesem Sinne, macht einen Urlaub, genießt das Leben, insofern es für euch möglich ist, denn besser wird es nicht. Und besucht vielleicht einmal das schöne Allgäu, da gibt es ein paar Urlaubsvideos auf meinem Kanal, denn es ist eine wundervolle Gegend hier. Also hätte ich nicht gedacht, dass das Allgäu so schön ist. Ne? Ich war gestern bei einem Baumwipfelpfad, der war der absolute Wahnsinn. Dann war ich wieder bei zwei Wasserfällen. Super hier, echt, es gibt sehr viele schöne Regionen. Ich finde, man müsste das hier alles mehr bewerben. In diesem Sinne, macht's gut!